Hey everyone! Today's video is brought to you by Melbet, your ultimate destination for online sports betting excitement. Whether you're into football, basketball, tennis, or any other sport, Melbet has got you covered with a wide range of betting options and competitive odds. And the best part? You can bet on the go with the Melbet mobile app, making it easier than ever to place your bets and follow the action wherever you are plus melbet offers awesome bonuses and promotions giving you even more chances to win big so whether you're a seasoned better or just starting out join the excitement with melbet today thanks again to melbet for sponsoring this video now let's die fußball europameisterschaft 2024 der männer Offiziell UEFA Euro 2024 soll als 17. Austragung des Wettbewerbs vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland stattfinden. Der deutsche und der türkische Verband reichten bis zum 27. April 2018 die vollständigen Bewerbungsunterlagen ein. Im nächsten Schritt prüfte die UEFA diese Unterlagen. Auch Inspektionsbesuche vor Ort waren vorgesehen. Die UEFA und mögliche von ihr beauftragte Experten erarbeiteten für jede Bewerbung einen schriftlichen Evaluationsbericht 1, 2. Diese wurden am 21. September 2018 vorgestellt. Der deutschen Bewerbung wurde eine inspirierende, kreative und sehr professionelle Vision bescheinigt. Auch die Bewertung des türkischen Fußballverbandes fiel insgesamt positiv aus. Dennoch musste sich die türkische Bewerbung Kritik in mehreren Punkten gefallen lassen. So wird das Fehlen eines Aktionsplans in Sachen Menschenrechte als problematisch angesehen. Des Weiteren hieß es im Bericht, infolge der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen im Land könnten geplante öffentliche Investitionen unter Druck geraten, auch die höhere Stadionkapazität in Deutschland wurde angeführt. Insgesamt schnitt Deutschland in der Beurteilung durch die UEFA besser als die Türkei ab. Die Bewertung war für die Mitglieder des Exekutivkomitees jedoch nicht bindend. Drei. Am 27. September 2018 wählte das UEFA-Exekutivkomitee den Austragungsort Deutschland mit einem Ergebnis von 12, vier Stimmen für Deutschland, bei einer Enthaltung und einem krankheitsbedingten Ausfall. Stimmberechtigt waren 18 der 20 Komiteemitglieder, da Reinhard Grindel und Servet Yard MC als Vertreter der beiden Bewerberverbände keine Stimme abgeben dürften. Somit trägt Deutschland nach der EM 1988 zum zweiten Mal eine Europameisterschaft aus. Zählt man die beiden Weltmeisterschaften 1974 und 2006 hinzu, ist es bereits das vierte große Turnier in Deutschland. Spielorte. Bis zum 17. Februar 2017 konnten Städte und Stadien, die Spiele ausrichten wollten, eine Interessenbekundung beim DFB einreichen. Bis zu diesem Tag reichten 18 Städte und Stadien, Anforderung, mindestens 30.000 Sitzplätze, die erforderlichen Unterlagen ein. Im Bewerbungsverfahren zogen sich Dresden, Freiburg, Karlsruhe und Kaiserslautern zurück. Bis zum Stichtag am 26. April bekundeten ihr Interesse, Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mönchengladbach, München, Nürnberg und Stuttgart. Die 14 Städte und ihre Stadien wurden vom Bewerbungskomitee des DFB hinsichtlich Stadionkapazität, Infrastruktur und Sicherheitsaspekte bewertet. Am 15. September 2017 wählte das DFB-Präsidium davon 10 aus, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart 9. Am 22. Januar 2020 gab die UEFA die offiziellen, werbefreien Stadionnamen sowie die Zuschauerkapazitäten während des Turniers bekannt 10. Es werden 2,7 Millionen Stadienbesucher erwartet. Das Eröffnungsspiel findet in der Münchner Fußballarena und das Endspiel im Berliner Olympiastadion statt. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen fand am 9. Oktober 2022 in der Festhalle in Frankfurt statt. 12. Die 53 teilnehmenden Nationen der UEFA wurden anhand der Abschlusstabelle der UEFA-Nationsliga auf sieben absteigend starke Lostöpfe verteilt, wobei Deutschland, Gastgeber und Russland suspendiert wegen des Ukraine-Kriegs übergangen wurden. Russland sollte zunächst an der Auslosung teilnehmen, um im Falle einer Aufhebung der Suspendierung kein neues Losverfahren durchführen zu müssen, wurde aber am 20. September 2022 auch von der Auslosung ausgeschlossen. Nach Abschluss der Gruppenphase der Qualifikation, März bis November 2023, standen 21 der 24 Teilnehmer fest. Die letzten drei Teilnehmer wurden durch Playoffs im März 2024 ermittelt. Auslosung der Endrunde Die Auslosung der EM-Gruppenphase fand am 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie statt, 13, die Teilnehmer werden aus vier Lostöpfen in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften gelost. Da die Auslosung noch vor dem Playoff-Turnier stattfand, wurden drei Platzhalter für die Playoff-Sieger den Gruppen zugelost, 14, Gastgeber Deutschland war in Gruppe A gesetzt. Die 24 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Töpfe mit jeweils sechs Mannschaften aufgeteilt. Basis dafür war die Abschlusstabelle der Qualifikation. Topf mit den Gastgeber und den fünf besten Gruppensiegern, Platz 1-5 der Abschlusstabelle. Topf mit den anderen fünf Gruppensiegern und dem besten Gruppenzweiten, Platz 6-11. Topf mit den nächsten sechs Gruppenzweiten, Platz 12-17. Topf mit den letzten drei Gruppenzweiten, Platz 18-20 und den drei Gewinnern der Playoffs. Topf 1 Deutschland Portugal Frankreich Spanien Belgien England Topf 2 Ungarn Türkei Rumänien Dänemark Albanien Österreich Topf 3 Niederlande. Schottland. Kroatien. Slovenien. Slowakei. Tschechien. Top 4. Italien. Serbien. Schweiz. Polen. Ukraine. Georgia. The Olympia Stadium is a sports stadium at Olympia Park Berlin in Berlin, Germany. It was originally built by Werner March for the 1936 Summer Olympics. During the Olympics, the record attendance was thought to be over 100,000. Today, the stadium is part of the Olympiapark Berlin. Allianz Arena is a football stadium in Munich, Bavaria, Germany, with a 70,000 seating capacity for international matches and 75,000 for domestic matches. Widely known for its exterior of inflated ETFE plastic panels, it is the first stadium in the world with a full-color changing exterior. Westfalenstadion is a football stadium in Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany, which is the home of Borussia Dortmund. Officially called Signal Iduna Park for sponsorship reasons and BVB Stadion Dortmund in UEFA competitions, the name derives from the former Prussian province of Westphalia mhp arena is a stadium located in stuttgart, baden-württemberg, germany, and home to bundesliga club vfb stuttgart. before 1993, it was called neckarstadion, named after the nearby river neckar, and between 1993 and july 2008, it was called gottlieb daimler stadion. arena aufschalke, currently known as veltins arena for sponsorship reasons, is an indoor football stadium in gelsenkirchen, north rhine-westphalia, germany. It opened on August 13, 2001, as the new home ground for Bundesliga club FC Schalke 04. The Waldstadion, currently known as the Deutsche Bank Park for sponsorship purposes, is a retractable roof sports stadium in Frankfurt, Hesse, Germany. The home stadium of the football club Eintracht Frankfurt, it was opened in 1925. Volkspark Stadion is a football stadium in Hamburg, Germany, and is the home of Hamburger SV. Capacity, 57,000. Height, 35 meters, opened, 2000. Architect, Manfred O. Stuerwald. Merkerspiel Arena, previously known as the Esprit Arena, the LTU Arena, and as the Dusseldorf Arena, is a multifunctional football stadium in Dusseldorf, Germany. The arena currently hosts Association Football Team Fortuna Dusseldorf. Rhein Energy Stadion, formerly Mungersdorfer Stadion or Mungersdorfer Stadium, is a German football stadium in Cologne. It was built on the site of the two previous Mungersdorfer Stadiums. It is the home of the local Bundesliga Team, 1. FC Köln. Red Bull Arena is a football facility located in Leipzig, Saxony, Germany. It is the largest football stadium in eastern Germany and has also hosted music concerts as well as football.